Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Let's Play von Marvel Heroes. Wir fangen dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und sind unterwegs mit Black Widow. Diesmal sind wir hinter einer Steintafel hinterher von Wilson Fisk aka dem Kingpin, auch bekannt aus der Spider-Man-Serie. Hinter dieser Steintafel sind mehrere Superschurken hinterher, in diesem Fall ist es Dr. Octopus, auch bekannt aus Spider-Man 2. Um den letzten Abschnitt in Kapitel 1 zu spielen, habe ich mir diesmal ein wenig Verstärkung besorgt, damit wir euch das Gruppenspiel ein wenig näher bringen können. So, dann wollen wir unseren Kollegen doch mal einladen. Um jemanden in dem Spiel einzuladen, gibt es dafür grundsätzlich drei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, um jemanden einzuladen, ist es, indem man im Chatfenster /invite Leerzeichen und den Benutzernamen des Spielers eingibt. Eine andere Möglichkeit ist es, indem wir unser Freundesfenster mit dem Tastenkürzel U öffnen, um ihn dann mit Rechtsklick eine Gruppeneinladung zu senden, so wie ich es gerade gemacht habe. Die letzte Möglichkeit besteht darin, indem wir die STRG-Taste gedrückt halten und den Spieler einfach anklicken. Während wir die Taste gedrückt halten und über den Spieler scrollen, können wir so auch die HP-Anzeige und das Level des Spielers sehen. Während man in einer Gruppe spielt, gibt es die schöne Funktion Teleportieren. So können wir uns zu jedem Zeitpunkt zu einem der Gruppenmitglieder teleportieren, indem wir ganz einfach einen Rechtsklick auf das jeweilige Porträt des Mitspielers machen und auf Teleportieren klicken. So, da unser Teamkollege jetzt da ist, können wir ja loslegen. Wie ich im letzten Let's Play Marvel Heroes schon erwähnt habe, ist dies der visuelle Anfang der zweiten Instanz. Selbstverständlich bewegen wir uns wieder in Richtung des gelben Punktes auf der Minimap rechts oben, um Doc Ock zu finden, damit wir selber uns die Steintafel vom Kingpin unter den Nagel reißen können. Wenn wir uns mit den Leuten in der Gruppe unterhalten wollen, können wir das ganz einfach tun, indem wir /G eingeben. So haben wir die Möglichkeit, im Party-Chat zu schreiben. Wenn euch schon jemand angewispert hat, könnt ihr ihn ganz einfach antworten, indem ihr /R eingibt. Unser Teamkollege spielt gerade mit Scarlet Witch, auch Wanda Maximoff genannt. Sie ist einer der Startcharaktere, die man am Beginn auswählen kann. Zusätzlich ist euch einer der Startcharaktere nach dem Prolog und nach dem Storyende gesichert. So kommt man auf garantierte drei Charaktere, wenn man die Story einmal durchspielt. Scarlet Witch selber besitzt die Fähigkeiten der Chaosmagie und Realitätsverschiebung. Im Spiel ist sie ein Fernkämpfer und greift mit Mentalschaden an. Zu ihrer Geschichte ist zu sagen, dass sie von Zigeunern großgezogen wurde. Ihr wahrer Vater ist aber Magneto, mit dem sie die X-Men bekämpft hat. Im späteren Verlauf ist sie dann ein Mitglied der Avengers geworden. Ein kleiner Vorteil im Spiel, den wir im letzten Let's Play nicht großartig angesprochen haben, ist das Gedrückthalten der Alt-Taste. Wenn wir die Taste gedrückt halten, werden alle aufnehmbaren Items in der Umgebung angezeigt. Zusätzlich dazu werden noch gewisse Gegenstände in der Umgebung weiß gehighlightet. Die Gegenstände können wir zerstören. Haben wir eine gewisse Anzahl von Punkten in der Basis-Stat-Stärke, können wir die Gegenstände auch aufheben und auf Gegner werfen. Schön dabei zu sehen ist auch die Schadensfläche, die der Gegenstand hat. Zerstört man diese Gegenstände, hat man eine geringe Chance, normale Items zu bekommen. Viel höher ist die Chance jedoch, daraus Craft-Items zu bekommen. In Instanzen findet man unterschiedlich häufig die Spezialmobs, welche sich mit der blauen oder orangen Ausstrahlung auszeichnen. Während man die orangen einzeln antrifft, findet man die blauen in Gruppenform. Wie in Diablo haben die Spezialmobs bestimmte Extrafähigkeiten, hier zum Beispiel die Speed-Fähigkeit. Welche Fähigkeit aktiv ist, sieht man unter der HP-Anzeige am oberen Bildschirmrand. Manche Fähigkeiten sind auch visuell sichtbar, wie in diesem Fall die Speed-Fähigkeit mit den zwei grünen Streifen, welche der Mob hinter sich herzieht.
ist unser Ding, Kumpel. Hier sind wir am Ende der Instanz angekommen, wo wir auch die Vitrine mit der Steintafel finden. Kaum wollen wir die Steintafel ergreifen, kommt auch schon Dr. Octopus, um sich das Ding selber unter den Nagel zu reißen. Jawohl! Diese Runde ging an uns! High Five! Wie, ich krieg bloß eine kalte Schulter? Danke, danach hatte ich gesucht. Heiliger Weihnacht! Wer zum Henker war das denn? Er nennt sich The Hood. Die guten Namen waren wohl vergeben. Unterschätzt ihn nicht. Mit dem Cape unter der Kapuze kann er sich an jeden Ort der Welt teleportieren. Er gilt als ernsthafter Anwärter auf Kingpins Thron. Verdammt! Na toll. Gute Arbeit, Leute. Wir haben Hood gerade den Schlüssel zur Übernahme der Stadt überlassen. Dazu kommt es nicht. Irgendjemand weiß, wo dieser Typ nachts sein Cape aufhängt. Fury muss davon erfahren. Naja, es gibt dann noch jemand, mit dem wir vorher sprechen sollten. Nachdem uns The Hood die Steintafel wieder geklaut hat, ist das erste Kapitel nun beendet. Am Ende jeder Hauptquest gibt es für uns spezielle Belohnungen, in diesem Fall ist es ein weiterer Skillpunkt. Und nach dem Boss-Skill, wie man gesehen hat, 25 Lebenspunkte. Hier sind wir nun im zweiten Kapitel angekommen mit der nächsten Open World, die um einiges größer ist als die erste. Einer der Worldbosse ist, wie man am oberen Bildschirmrand sehen kann, Venom, den wir euch definitiv im nächsten Let's Play zeigen werden. Zu guter Letzt zeige ich euch noch, wie man eine Gruppe verlässt. Das ist ganz einfach, indem man einen Rechtsklick auf das Maus-Symbol am linken Bildschirmrand oberhalb der Partymitglieder klickt und dann Gruppe verlassen betätigt. Wenn das Video euch gefallen hat, liked es und subscribt uns. Damit ein Bye-Bye bis zum nächsten Video von Marvel Heroes.